So. Nächstes Thema, Geschlechtsunterschiede beim Koi. Uns ist allen klar, dass die Weibchen mehr Geld kosten als die Männer. Einfach daraus, dass man sagt, die Weiber werden größer, werden länger, werden breiter, bilden mehr Volumen aus. Und das, was nun mal am Ende eine große Ausstellung gewinnt, ist nun mal ein Weibchen. Ja. Männer sind trotzdem super schön. Männer haben gerade in den jungen Jahren eine super Haut, sind viel intensiver gefärbt als die Weibchen. Die Anfängerkunden sogar, die neigen eher dazu, sich die Männer rauszusuchen, weil die Männer einfach das stärkere Rot haben, das schönere Schwarz haben. Als Nisai zeigen die Männer meistens noch so einen gelblich eingefärbten Kopf. Das geht aber auch mit dreijährig, vierjährig immer mehr und mehr zurück. Und der Schädel wird auch immer klarer, immer besser weiß. Groß werden die Männer auch, ja, aber das Volumen bilden sie nicht aus. Sehr, sehr großwüchsige Weibchen zeigen durchaus auch in ihrer Jugend eine gelbe Farbe im Gesicht. Aber diese gelbe Farbe ist eigentlich mehr, die hat mir so einen grünen, schleimigen Stich drauf. Und da irren sich auch durchaus manchmal die Koi-Züchter und nehmen Weiber mit dieser gelb-grünen Kopffärbung raus, halten die für Männer, sortieren die aus. Und ich habe da schon öfters Glück gehabt, wo ich hingeguckt habe und habe gedacht, nee, also vom Körperbau her, vom Kopf her, ich halte es eher für ein Weib und dieser leichte grüne Einstich da in der Kopffärbung, das probierst du aus. Und so ein Fisch dann vielleicht ein Jahr lang großgezogen und dann war es tatsächlich ein Weibchen, das kommt doch durchaus ab und zu, selten, aber es kommt vor. Was machen wir in Japan, um das Geschlecht zu bestimmen? Also einerseits muss man sagen, bei der Jumbo-Tosai-Aufzucht habt ihr im November, Anfang Dezember so ein Zeitfenster, wo sich die Tiere eigentlich recht gut bestimmen lassen, wo die Männchen auch schon beim Anstreifen ein bisschen Samen abgeben, wo die Geschlechtsunterschiede, raue Kiemendeckel und raue Brustflossen besser hervortreten und besser auszumachen sind, als in den Monaten dann Januar, Februar, da gibt es dann mehr Fehler. Es kommt auch ein bisschen auf die Blutlinie drauf an. Also manch ein Züchter hat eine Blutlinie, die einfach besser die Geschlechter zeigt als eine andere Blutlinie. Zum Beispiel mein Freund Tsuyoshi Kawakami, Eigentümer der Torazo Koi Farm. Bei ihm ist sind die Fehler recht häufig, aber er hat schon so eine Fehlerquote bei den Jumbo Tosai, wenn er die verkauft und sehr gute Tiere dann eben auch mit Garantie Female verkauft, dann kommt es bei ihm schon öfters mal dazu, dass er falsch liegt. Also wir hatten das vor 2 Jahren, haben wir die 5 Tiere von einem sehr sehr solventen Kunden abgeerntet als Nisai und von den 5 Tieren waren am Ende 3 Stück männlich, die er dann umtauschen musste. Klar, das war auch ein super hoher Preis, den er als Jumbo Tosai für die Tiere verlangt hat, mit Azucari-Anteil im Teich. Es hängt so ein bisschen vom Züchter ab, es hängt ein bisschen von der Blutlinie ab, es hängt ein bisschen vom Zeitpunkt ab. Klar, was machen wir? Ich hab Videoaufnahmen zu dem Thema gemacht, wie die Geschlechterbestimmung aussieht. Diese Videoaufnahmen habe ich bei der Nichi Koi Farm gemacht, wo jeder Fisch nochmal gegengecheckt wird. Also einerseits ein Mitarbeiter, der das sehr gut kann, der bei den Flossen fühlt, der an den Kiemendeckeln fühlt, der den Fisch rumdreht, sich die Geschlechtspapille anguckt, der vielleicht auch anfängt zu streifen, guckt, gibt der Fisch wirklich Samen ab, ist es ein hundertprozentiger Mann. Der sortiert vor und am Ende guckt sogar Shigeru noch einmal drauf und kontrolliert das Ganze nach, ob nicht doch bei den Männern noch ein Weib dabei ist oder bei den Weibern noch ein Mann dabei ist. Bei der Nichi werden sehr, sehr viele Männer mit großgezogen. Ein Riesenaufgebot an Männern ist immer als,
als Backup mit dabei, weil wir einfach durch die hohe Anzahl an Männern auch die Generationenfolge verkürzen praktisch. Ja, die Weiber bleiben durchaus über längere Jahre in der Zucht drin, aber da man schon mit einem zweijährigen Mann ganz gut züchten kann, bekommt man über die Männer, die jedes Jahr ausgetauscht werden, dann die Generationsfolge hin und man muss nicht 5, 6 Jahre warten, bis ein Weibchen wirklich groß ist, um damit zu züchten, sondern man setzt dann einfach auf das gleiche Weib jedes Jahr immer wieder einen Mann aus einer neueren Generation, aus einer neueren Verzweigung praktisch des Ahnenastes, um dann wieder ein anderes Blut auf das Weib draufzubringen und zu gucken, wie wirkt sich das aus, wie ist das Wachstum, wie ist Körperform, wie gut ist die Färbung, Zeichnung und so weiter. Ja, beim Fühlen von Brustflossen, man nimmt den Fisch aus der Wanne, man drückt ihn an die Wanne ran, man nimmt sich die Pektoralflosse, man fährt mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger über die Flosse drüber und bei den Männern merkt man, diese Flossenstrahlen sind so leicht mit Unebenheiten versehen. Fast wie früher bei einer Schallplatte, wisst ihr, bei einer Vinylplatte. Wenn man da so drüber fährt, spürt man ja auch so ein bisschen die Unebenheiten zwischen den Rillen. Und das ist es auch beim Koi. Wenn ihr über die männliche Brustflosse drüber streicht, dann ist die einfach rau und bietet einen gewissen Widerstand, ganz leicht, ganz minimal. Während eine Brustflosse von einem Weibchen sehr viel glatter ist, ihr streift da drüber und ihr merkt, das ist glatt, das ist ein Weibchen. Und das ganze Paket guckt man sich da natürlich an. Man guckt, ist die Haut, die Kopfhaut, ist sie gelblich, ist es ein Hinweis auf Mann? Man guckt sich die Geschlechtsöffnungen an. Sind die beiden Geschlechtsöffnungen etwa gleich groß? Liegen sie auch ein bisschen weiter innen oder ist es mehr so herzförmig, nicht ganz so ein Schlitz? Ja, dann, also dieser Schlitz, wo praktisch beide Öffnungen fast eine Größe haben, das ist eher ein Hinweis aufs Männliche. Wenn die eine Öffnung etwas größer ist und die Geschlechtspapille praktisch so ein bisschen so ein herzförmigen Charakter praktisch ausbildet, ja, dann ist es eher ein Zeichen für ein Weibchen. Wie ist der Körperbau? Wie sehen die Flossen aus? Aber das beste Merkmal ist eigentlich dieses Abstreifen von den Brustflossen. Dabei registriert ihr am ehesten Mann oder Weib. Und klar, wenn ihr dann abstreift und es kommt Samen, dann kann man davon ausgehen, jawohl, hundertprozentig ein Mann. Es gibt allerdings auch Zwischenformen, also ein Zwitter ist gar nicht mal so selten beim Koi. Und ich glaube durchaus, dass einige gute Champion-Koi auch wirklich Zwitter sind, weil es einfach ein Zwitter hat eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gleichmäßige Körperform, bildet immer eine sehr, sehr schöne Muskulatur aus. Ist auch niemals so, wie soll ich sagen, so ein bisschen quappenförmig. Ne? Manche Weiber, die kriegen ja dann so ein bisschen einen unförmigen Körper. Ein Zwitter ist immer ein sehr, sehr gut durchstrukturierter Fisch, sehr muskulöser Fisch. Ob er am Ende so wirklich so breit wird, dass er als Champion taugt, okay, das sei mal dahingestellt. Aber es sind schon gute Fische, die dann auch manchmal beide Geschlechter in sich vereinen. Auch da gibt's Deformationen. Es gibt auch Fische, wo die Geschlechtsöffnung zugewachsen ist, die dann ihre Geschlechtsprodukte nicht loswerden, die dann auch eventuell an sowas erkranken und kaputt gehen. Auch das gibt's. Ja. Soweit zum Thema Koi-Geschlechter.